Servus, grüß dich bei uns da in Schwatzingen auf der Toni Edition. Ja, ich sehe es, ich bin vom Bürgermeisterbüro. Ich nehme mich da heute um einen besorgten Bürger an. Und zwar im Brunnerwirt. Und naja, das nehmen wir auch alles so wahr, gell? Weil wir machen da in dem Spiel alles. So, eigentlich müsste da auch voll bekommen haben ausgemacht. Wie ist denn der Bürgermeister? Aber ich höre ihn schon. So, Ich Herr höre ihn Forn. schon. Hat er schon. Da ist Grüß er. dich, Servus. Brunnerwirt. Servus, geh Hallo, einer Jerry. da. Servus. Ich mach dir zu. Dass uns keiner hört. So, grüß dich. Was hast du denn auf dem Servus, Herzen? grüß dich. Hier ist eine Frage. Ja. Wie kann denn das sein, dass ich keine PV-Anlage nicht genehmigt kriege und der andere von Tonihof schon? Ja, wir haben ja da in Schwatzingen eine große Biogasanlage und du weißt es ganz genau, ich meine, du bist da schon lang da, dass man mir in Schwatzingen keine PV-Anlagen nicht genehmigen. Das weiß ich jetzt Aha. nicht. Also, Warum hat er ihn da noch nicht unten? ja, bei mir ist da nichts genehmigt, da ist auch nicht angefragt worden, ich weiß jetzt da eigentlich von gar nichts. Hast du da irgendwie ein Foto oder so? Freilich, schau her da. Ja, Wahnsinn, tatsächlich. Ja, das gibt's ja gar nicht. Eine ganze Fahrzeughalle voll mit der PV-Anlage. Ja, da schau her, kriegst du es wieder? Oder ich schalte mir es ein, gut, dass es halt als Beweis. Was sagst du? Aber Kopie, das kostet Kulten. Ja, passt, danke. Hey, ja. Ich meine, der Sache müssen wir auf alle Fälle nachgehen. Weil das ist nicht erlaubt, wie gesagt. Und da müssen wir mal Polizei vorbeischicken und das Gewerbeaufsichtsamt. Da muss natürlich Steuern gezahlt werden und alles. Und der muss wieder Das weg. meine ich auch. Ja, der muss weg, weil machen wir sonst genehmigt. Weil ich mit meiner Wirtschaft, weißt, Ja, ich muss verstehe. so genau arbeiten, dass ich auch nichts feiere und jeden Cent zweimal auflisten. Weißt, Ja, ich ja, verstehe. kommt da einfach Schindler treiben da, Nein, das geht auf keinen Fall. Nein, das sagen wir sie. das müssen wir unterbieten. Da müssen wir mal den Oberkommissar Mahl vorbeischicken. Der muss sich das auch mal anschauen. Und wie gesagt, da müssen wir etwas unternehmen. Weil da ist kein Antrag nicht da, nichts, da ist keine Baugenehmigung, haben wir mir nicht ausgestellt. Das ist ein absoluter Schwarzbau. Und wenn der da noch Einnahmen auch hat, dann müssen wir mal überlegen, ob wir da, wie gesagt, mit Gewerbeaufsichtsamt nicht was machen. Ja. Ja, gut, war's das, oder haben wir nur Probleme? Begrüßt. Ja, spekulier, ich habe Zeit. Der PC ist eingeschaltet. Was? Wird man nicht sein momentan? Wollte da wirklich nicht sein. Ah. Na ja, dann. Ich soll es reden, Dinge noch quasi. Kann das auch, dass du mit dem Landhandel mal etwas war? Da ist einmal etwas gewesen, ja. Aber da haben sie mehrere beschwert. Ach so, da haben sie schon mehrere beschwert. Freilich, das kriege ich ja mit in der Wirtschaft, weißt du? Ja, das meine ich ja, weil ich habe da auch was mitgekriegt und jetzt haben wir gedacht, jetzt frage ich dir mal, was da in der Wirtschaft so reden. Ob ich das einfach so verzeihen kann, weil die Kinder da kommen sie mal drauf, dass ich das verzeihen kann. Und dann ist da der Teufel los. Weißt du, da gibt mir keiner mehr, da trinkt keiner mehr ein Bier bei mir. Gerade in der jetzigen Zeit mit Corona. Das kann ich brauchen, das Geld, weißt du? Ja, ich Das ist verstehe aber das nicht schon. einfach.
weißt du, du eigentlich noch schwarz aufhast, gell? Und wo du schon lange nicht mehr darfst. Aber Ja. ich behalte das für mich, weißt du, wir haben in Schwarzingen Inzidenzzahl von 0, also wir haben keinen einzigen Infizierten, da geht das schon. Ja, das ist ja alles. Das ist ja alles vom Biergarten aus. Aber Ja. das ist jetzt auch bald vorbei, die Biergarten-Saison, weißt Ja, ich weiß schon. Langsam Sehr wird's langsam kalt. Kalt, ja. 6 ist eh, jetzt haben wir gerade mehr 7 Grad. Ja. Ja. Na ja, schon einen Heizschwammerl aus oder was, weißt du, aber langsam freust sich halt unsere Bauern, weil weißt du eh, die jammern da ganz gern. Naja, weißt du eh, Bauern haben alle gleich. Bauern jammern alle. Ja. Da gibt's keine Ausnahmen. Hä? Ja, gut. Ja, passt, dann muss man da über den Landhandel mal selber weg informieren und weg nachfratscheln bei ein paar Leuten, weil irgendwas ist da ein Busch. Da habe ich irgendwas mitgekriegt und wenn es du nicht ausreden magst, dann. Nein, du musst mich verstehen. Das ja. ist. Das war Geschäftsschädigung für mich. Ja. Naja, was in der Wirtschaft bereden wird, so in der Wirtschaft bleiben, ich verstehe dich schon. Ja. Weil? Alles klar. Hey, dann wünsche ich dir was. Ja. Ja. Ja, alles klar. Und geht's dir das auch einmal auf den Grund? Auf alle Fälle, weil das kann jetzt auch. Nein. Wie gesagt, PV-Anlage. Weißt du, ich hab mal gehört, ich rufe dich auf jetzt zu der Corona-Zeit, weil waren wir auch 3000 Euro am Tag. Ja, eben. Und das hätte man gut da, aber. Nein, das passt schon. Ich kapier dann nicht, weißt du, er darf's und die darf man nichts auf da. Ja, das geht auch nicht. Nein, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Und da, wie gesagt, ich werde es in die Wege leiten, dass da was passiert. Ja, passt. Alles klar. Dann sehen wir uns wie immer am Freitag in der Wirtschaft. Jawohl. Passt. Also, auf. Bürgermeister, hab ich dir. Vierte. Soll ich oben bringen? Ja. Ja. Kennst du einen von denen da? Was ist denn da passiert? Ja. Aber der Link ist ja ganz einmal wieder, hä? Nein, ein ganz gefährlicher. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hä? Da kenne ich keinen. Da ist noch keiner da in der Wirtschaft bei mir. Nein, sicher nicht. Ja, das ist recht. Aber weil der da tanzt und die glaube ich da irgendwie haben die miteinander. Der schaut mir an, wie wenn der ein Drogenproblem ist. Ja, ist möglich. Und 66 glaubt der rechte von den zwei hat da irgendwo beim Diebstahl Fenster mit dem Hirn eingeschlagen. Ausschaut also so. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nun mal der gleiche ist da. Aber. Sicher doch schon, ja. Ja. Aber wie gesagt, du ein wenig aufpassen, gell, wenn da irgendwo mal jemand zu dir kommt. Weil lässt das eh schwerer Diebstahl, gell. Da ist es aus. Ja. Aber das geht nicht. 43 Jahre, also wie der, dass der 176 Kilo hat. Mein Lieber. 176 Kilo. Das ist schon brutal. Da legst du mir was. Ja. Er trug beim Entweichen eine graue Jacke, Mütze im Marine-Look. Ah ja. Der ist 43 Jahre alt, 1,70 Meter groß, 176 Kilo schwer, schlank. Ja, das passt gut zusammen. Ja. Und der andere ist 1,75 Meter, 109 Kilo, kräftige Figur. Ja. Gut. Seit 2015 haben die schon unterwegs. Ja. Oh, du Schwarzingen. Da haben wir gerade 6 Einwohner. Da sind. Naja, ich glaube nicht, dass die in Schwarzingen haben, wenn es bei dir in der Wirtschaft noch nicht waren. Nein, da war noch keiner. Von dir.
Alles klar. Machen. Gut, passt. Ja, Dann. mich freut, dass ich wieder einmal vorbeischauen könnte, gell? Ja. Mich wundert es, dass du heute so ruhig geblieben bist. Weil normalerweise bist du eher wegen Hitzkopf. Aber ich habe nicht einmal so ein Kratzer, das ist Na, auch nicht gut. ich weiß nicht. Passt. Dann schleiche ich mich wieder in mein Büro. Vierte. Cool. Schönen Tag noch. Ja, ja. Servus. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Baut da wirklich einer einfach eine PV-Anlage auf? Das gibt's ja gar nicht. Also, und das ist schon Hammer. Da schaut euch das nur mal an. Das ist schon brutal. Baut der da wirklich? Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Reihen. 1, 2, 3, 4. Aber das sind noch gut 100 Platten. Das sind noch, was weiß ich nicht, 40 kW, was der da drauf hat. Das klang doch keine 50 kW. Also, halt. Ja. Ja, da müssen wir etwas unternehmen dagegen. Das geht auf keinen Fall so. Gut. Passt. Jetzt schauen wir nochmal zu den Schwerverbrechern oben. Weil ich glaube nämlich, dass irgendwo da oben mal einer da war. Diebstahl. Naja. Ich kenne es nicht. Auf alle Fälle leid. War das eine kleine Einlage? Das Ganze hat einen Hintergrund. Und die PV-Anlage werden wir natürlich räumen lassen. Das ist natürlich logisch. Gut, dass wir so aufmerksame Bürger wie unseren Wirt haben, dem wo das auffällt. Und somit hoffe ich, euch hat die Folge gefallen heute. Ich wünsche euch was. In diesem Sinne, viert Dank, Servus, bleibt geil.